Beim ersten Teil gibt es jetzt gleich ein Interview mit dem Chefcoach. Höchstpersönlich gibt es sicher auch einige spannende Dinge zu hören, auch vor allem für junge Spieler, die ganz nach oben kommen wollen. Ja, sind wir gespannt. Ja. Trainer heißt übrigens Peter Zeindler. Ja. Gehen wir kurz mal raus, schauen mal, wie es aussieht. Dann starten wir mit der ersten Frage, direkt eigentlich für junge Spieler. Welche Attribute muss ein junger Spieler mitbringen, um eine Chance in der ersten Mannschaft zu erhalten? Ja, er muss auf jeden Fall große Lust haben, Fußball zu spielen. Er muss immer bereit sein, dass er sich verbessert, dass er lernen will, dass er auch diese Bescheidenheit hat. Und dann muss er natürlich auch ein Teamplayer sein, dass er immer zuerst ans Team denkt und dann einfach fleißig sein, wie in jedem anderen Beruf auch. Ja. Weiter geht's mit dem zweiten Teil, Athletiktraining. Wir können ein bisschen reinschauen, wie die Spieler trainieren. Und anschließend werden wir auch noch den Trainer höchstpersönlich ein paar Fragen stellen können zum Thema Belastungssteuerung, Krafttraining für Profis etc. Also bleibt dran. Gut, ja, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Die erste wäre, was trainieren die Profis primär im Kraftraum oder anders gesagt, auf was spezialisiert ihr euch? Also der Fokus liegt auf Beinkraft, Rumpfkraft. Wir schauen auch sehr spezifisch für die Adduktoren. Es gibt im Fußball immer mehr Verletzungen, gerade im Bereich der Adduktoren. Braucht es aber auch eine gute Rumpfkraft und bei halt, dass die Explosivität auf dem Platz vorhanden ist. Aber wir legen auch einen Fokus auf den Oberkörper. Speziell aber die jungen Spieler, die im Aufbau sind, dass sie einfach auch mal gewisse Masse aufbauen. So Leute, wir sind jetzt im Trainingsgelände vom FC St. Gallen. Hinter uns seht ihr die erste Mannschaft schon am Trainieren. Sie haben gestartet mit kurzen Sprints zum Aufwärmen und jetzt sind sie im Ballhalten. Genau, die haben in 2 Tagen auch Spiel, darum machen sie heute nicht ganz so viel. Aber ich glaube, circa 1 Stunde oder so machen sie schon recht intensiv. Sind wir mal gespannt. Und ja, beobachten wir das Ganze mal. Ja. Und hier seht ihr ein Spiel, doppelter 16er mit 2 Außenanspielstationen. Diese müssen den Ball immer wieder zurück ins Spielfeld spielen. Und ja, hier hat man sehr viele Schüsse aufs Tor, sehr viele Zweikämpfe, extrem gut für die Spannung vor einem Spiel. Jetzt gehen wir mit den Spielern raus auf den Platz und machen dort ein paar Videos, Trainingsvideos, auch eine Challenge. Seid gespannt. Let's go. Und rot. Sehr schön. Jawohl. Und Zeit. Jawohl, komm noch eine Runde. Sehr schön. Gelb. Bist du mir? Jawohl. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2. Rot. Und was? Oh! Oh mein Gott, Bro. Thank you.
Das war der ganze Tag beim FC St. Gallen. A day in the life of FC St. Gallen player. Und Rudi, hast du noch etwas zu ergänzen? Ja, war sicher eindrücklich zum Sehen, wie die so leben, was die machen, den Alltag, auch die Spieler kennenzulernen. Sind auf jeden Fall alle coole Typen, auf jeden Fall, macht sehr Spaß. Und ja, das war's. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Let's go! Don't sleep!